Ganz wichtig, 7 YouTuber, die ihre Fans auf eine dreiste Weise belogen. Hoffentlich bin ich auch dabei. Auf geht der Hase und los geht's und auf geht. Aber jetzt sofort. Nicht lügen darf man nicht sagen. Doch. Lügen darf man sagen. Aber Lügen darf man nicht machen. Tja, Kindermund tut Wahrheit kund. Und obwohl jedes Kind zu verstehen... Kindermund tut Jo Olli. Ach, egal, ich sag's jetzt nicht. Scheint das Lügen nicht... Kindermund tut Jo Olli rund, kund, Fresse. ...nicht gerade ehrenhaft ist und das Lügen kurze Beine haben, gibt es immer wieder YouTuber, die meinen, für sie würde das nicht gelten und tatsächlich Unwahrheiten verbreiten. Oft steckt dahinter ein Billig... Kindermund tut Jo Olli wund? Nee, Jo Ollis Mund tut Kinderwund? Ach, ist ja auch egal, reden wir nicht drüber. ...Reichweite und Aufmerksamkeit zu generieren oder das eigene Image zu verbessern. Und manchmal begeben sich YouTuber mit ihren Lügen allerdings rechtlich gesehen auch auf sehr dünnes Eis und machen sich mitunter strafbar. Oh. In diesem Video stellen wir euch also 7 YouTuber vor, die... Was ist das denn, Alter? ...die nicht nur das ganze Internet, sondern insbesondere auch ihre Fans auf dreiste Weise belogen haben. Mit dabei sind deutsche YouTuber, die ihren Content komplett gefaked haben, die über ihre private Situation gelogen haben und auch einige extreme Lügen von internationalen YouTubern. Da bin ich mal gespannt, ob ich auch, ich bin ja auch mit dabei, weil ich lüge immer und sage, mir geht's gut, dabei will ich eigentlich nur sterben. Daher bleibt dran, hier bei Wissenswert. Witz. Ach, und schreibt uns bei der Gelegenheit doch mal in die Kommentare, ob wir so ein Video über dreiste Lügen auch mal über andere Personen, zum Beispiel Politiker, Promis oder dergleichen machen sollen. Oder halt Gebrauchtwagenverkäufer. Top 10 der beschissensten Gebrauchtwagenverkäufer. Genau. Wir sind gespannt. Kommen wir zur Nummer 7. Und damit zu dem deutschen Let's Player Petrit, der... Ah ja, und ich bin zu irrelevant, oder was? Petrit heißt das, Junge. Ja, moin. ...mit circa 500.000 Abonnenten zu einem der erfolgreichsten Fortnite-Streamer in Deutschland zählt. Obwohl man meinen sollte, dass er es in Anbetracht seines Streaming-Erfolges nicht nötig haben sollte, seinen Fans irgendetwas vorzumachen, machte er sich im Herbst 2018 einer dreisten Lüge schuldig. Oh oh. In einem Livestream faked er einen Bann bei Fortnite. Dies entlarvte der YouTuber Fix, indem er analysierte, dass das Bannfenster aus dem Stream von Petrit von einem anderen amerikanischen YouTuber kopiert wurde. Bro, Petrit, Alter, Digga, wenn ich das schon wieder höre. Zum einen war dies feststellbar anhand der Mausbewegungen, die mit dem Original identisch waren. Aber auch anhand der Tatsache, dass das Bannfenster bei Petrit auf Englisch war, obwohl er das Spiel auf deutscher Spracheinstellung spielte. Peinlicherweise hatte Petrit zu diesem Zeitpunkt schon 2 Videos über seinen Fortnite-Bann auf YouTube hochgeladen, um dort für Aufmerksamkeit und Klicks zu sorgen. Nachdem seine Lüge aufgedeckt wurde, reagierten nicht nur zahlreiche große YouTuber... Wie sah Unge denn damals aus, Alter, dieser haarige Obdachlose? ...YouTuber auf seine dreiste Vortäuschung und stellten ihn somit bloß. Auch Petrit gab die Lüge zu und löschte alle seine Videos über den vermeintlichen Bann. Die Nummer 6 belegt der wohl größte deutsche YouTuber, der je mit einer Lüge für negative Schlagzeilen sorgte. Die Rede ist... Junge... Er hat einfach nur keine Ahnung, das ist keine Lüge gewesen, der Typ wusste einfach nicht, wie man rechnet und Julian Baum ist einfach dumm. Der ist einfach nur dumm, aber der hat nicht gelogen, der ist einfach nur dumm, der weiß das nicht besser. ...von Julian Bam und seinem Steuervideo, welches auf unbeabsichtigte Weise viral ging. Inhalt dieses Videos war ein Monolog von Julian Bam, in dem sich der YouTuber zu verschiedensten Kritikpunkten seiner Zuschauer äußerte. Unter anderem wollte er dabei darstellen, dass er durch seine Videos weniger verdient, als viele Menschen möglicherweise annehmen. Dazu stellte er eine Rechnung auf, in der er seine Einnahmen, seine Kosten und seine Steuerzahlungen miteinander verrechnete und es so aussehen ließ, als mache er nach allen Abzügen sogar Verluste mit seinen Videos und sei daher dringend angewiesen auf Produktplatzierungen. Auch, was ja auch zum Teil richtig ist, Mann. Der Kerl wusste es nicht besser, Mann. Auch wenn wir ihm keine böse Absicht unterstellen wollen, log er mit seiner Beispielrechnung seinen Zuschauern ins Gesicht. Zum einen verschwieg er, dass man viele seiner Kosten von den Steuern absetzen könne und rechnete daher mit einem viel zu hohen Steuerbetrag. Außerdem ließ er alle Einnahmen außen vor, die über reine YouTube-Werbeeinnahmen hinausgingen. Natürlich fiel seine gefälschte Rechnung sowohl seiner Community als auch anderen YouTubern schnell auf, sodass Julian einen riesen Shitstorm auslöste und mit seinem Pedro, Video im Endeffekt 10, mehr Kritik verursachte. Für Corona-Hilfsmittel, ich weiß nicht, ob 10 Euro da reichen, aber Kuss auf dein Auge, Dankeschön, Mann.
verursachte, als er abwenden konnte. Badei, mit einem öffentlichen Statement. Also Wissenswert ist wirklich echt ein Kanal, da muss ich ganz ehrlich sagen. Eieiei. Der ist jedoch die Wogen wieder zuglätt. Auf der Nummer 5 sind die umstrittenen Brüder Calvin und Marvin. Die umstrittenen, du meinst die allseits bekannten, gehassten Brüder? Besser bekannt als die Prank Bros, die seit einigen Jahren einen der meist abonnierten YouTube-Kanäle in Deutschland betreiben. Mittlerweile schon. Im Vergleich zu den meisten anderen YouTubern auf dieser Liste waren ihre Lügen am weitreichendsten. Sie betrafen nämlich zwischenzeitlich sogar einen Großteil ihres Contents. Gemeint sind vor allem ihre Game Master Videos, in denen sie es so aussehen ließen, als würden sie von einer ominösen Gestalt namens dem Game Master verfolgt. Leute, das ist ja auch keine Lüge, sondern primär einfach nur gefakter Content. Die machen diesen Content für Unterhaltung. Das ist ja die Lüge ist, wenn ich meinem Zuschauer sage, das ist echt. Aber ich glaube, die haben, das ist Clickbait, das ist Bullshit. Trotz der offensichtlichen Fälschung des Contents ließen sie es für ihre jungen Zuschauer allerdings absichtlich so aussehen, als seien diese Videos echt. Das stimmt, ja. Auf ähnliche Weise haben Calvin und Marvin vor ihren Game Master Videos übrigens auch schon diverse Pranks produziert, die von verschiedenen YouTubern als Fakes entlarvt wurden. Das war der gruseligste Prank von allen. Aufgrund all dieser Lügengeflechte wurden die Zwillinge im Herbst letzten Jahres übrigens von den Streamern Unge und Montana Black, die die Scheinheiligkeit der beiden öffentlich thematisierten, zu einem Statement aufgefordert. Tatsächlich antworteten die Prank Bros daraufhin sogar in einem Video, machten aber nur wenige Eingeständnisse und verkauften sich an vielen Punkten noch immer sehr unglaubwürdig, sodass davon auszugehen ist, dass auch in diesem Video einige Lügen erzählt wurden. Ach Mann, Alter, die zwei, Alter, ich schwöre, die zwei sind wirklich so Augsburger Puppenkiste mäßig, aber wo man Feuer drunter macht. 7 Monate machen die hier ihren ASMR-Bros-Kanal und das wusstet ihr auch ganz genau. Jetzt tut doch nicht so, als ob ihr diesen Kanal nicht kennen würdet. Wusstest du das? Ich wusste das nicht. Unge wieder nur in Unterhose, man kennt ihn. Wusstest du das? Hä? Nee, ich wusste das nicht. Oh mein Gott. Ihr seid wirklich die Prank-Bros, Alter. Kommen wir zur Nummer 4. Und damit zu zwei der größten YouTuber der Welt, die versucht haben, der Welt eine Lüge aufzutischen. Und ich glaube, das ist eine Lüge. Wie war das nochmal? Wie heißt der nochmal? RiceGum und der andere FusiTube, glaube ich, ne? Und zwar einmal zu dem amerikanischen Prankster und Vlogger FusiTube. Ja, das ist immer das Ding. Also Leute, generell Leute, die Pranks als Hauptcontent machen. Siehe Leon Mascher, pipapo. Da kann man auch einfach keinen, im Regelfall, nicht immer, aber im Regelfall, das ist halt sehr einfacher Content, nicht die höchste geistreiche Messlatte feststellen und natürlich auch nicht das größte moralische Verständnis, ne? Das an der Stelle schon mal gesagt sein. Und zu dem 10 Millionen Abonnenten schweren YouTuber RiceGum, der vor allem für seine Diss-Tracks bekannt ist. Ihre Lüge, von der hier die Rede ist, verbreiteten die beiden im Juli 2016. Über Twitter begannen die beiden in Los Angeles wohnhaften YouTuber nämlich einen Beef, der angeblich mit einer gescheiterten Kollaboration zu tun hatte. Nach wenigen Stunden der Auseinandersetzung auf Twitter fuhr RiceGum dann angeblich zum Büro von FusiTube, um ihn dort zur Rede zu stellen. Bei dieser Gelegenheit entstand dann ein 30-sekündiges Handyvideo von einer Auseinandersetzung der beiden YouTube-Stars, an dessen Ende RiceGum FusiTube augenscheinlich schlug. Digga, einfach nur peinlich, man sieht, wie schlecht das gemacht ist. Das Video von der handgreiflichen Auseinandersetzung landete danach scheinbar per Zufall im Netz und ging logischerweise viral. Die Schlagzeilen überschlugen sich. Nur einen Tag später, yo, safe hat er ihn so geschlagen, safe war das genauso, veröffentlichte FusiTube dann allerdings ein Aufklärungsvideo. In dem Video stellte er klar, dass die ganze Situation von vornherein inszeniert war. Oh. Er zeigte, wie sich RiceGum und er das Szenario ausgedacht hatten, wie sie die Tweets zu ihrem Twitter-Streit gemeinsam formulierten und schlussendlich sogar das Handyvideo von der gestellten Auseinandersetzung produzierten. Ja gut, war eine Lüge, war aber auch so wahrscheinlich wieder sozusagen ein Social Experiment. Immer, wenn man damit nicht gut davon kommt. Soziales Experiment, das war ein soziales Experiment, das meinte ich gar nicht so, es war nur ein Experiment. Laut FusiTube war der Grund hinter dieser Aktion aufzuzeigen, wie toxisch es ist, dass Drama, also Streitereien und so weiter, auf YouTube relevant sind. Ja. Die Zahlen zeigten jedoch etwas anderes. Alleine Fusis Aufklärungsvideo wurde über 16 Millionen Mal gesehen und auch darüber hinaus wird sich die Aufmerksamkeit, die die Aktion für beide YouTuber generiert hat, bestimmt rentiert haben. Auf der Nummer... Ja, aber ist ja trotzdem halt, also man halt zu sagen, ja, wir haben das jetzt bewusst zur Aufklärung... Akani! Der Bullshit kann man ja nicht sagen, also sorry, ist ja kompletter Bullshit.
3 kommen wir zu einem bekannten deutschen YouTuber, der ebenfalls ein Video inszenierte und damit seine Fans belog, nur um dies am Ende in einem weiteren... Und das ist eine Lüge. Das ist einfach eine Lüge auf Kosten anderer Leute. Das ist böswillig getan. Das ist eine richtige Lüge. Dieser Mensch ist ein Lügner. Dieser Mensch gehört nicht auf YouTube. Distanziert euch von seinem Müll-Content. Miguel Pablo, ich habe für dich nichts mehr übrig. Gar nichts mehr, Alter. Nichts. ...ein Video öffentlich zuzugeben. Die Rede ist von Miguel Pablo. Im Dezember 2019 veröffentlichte er ein Video, in dem er sich als homosexuell outete. Bro. Heute habe ich ein sehr, sehr ernstes Thema mit euch zu besprechen. Zur Veranschaulichung stellte er seinen Zuschauern auch gleich seinen angeblichen Freund vor und erzählte davon, wie es zu sein... Hätte man sich eigentlich damals schon denken müssen, sowieso. Wir haben alle gedacht, er würde es nicht machen, du Klaut. Aber hat er doch. ...seiner neuen sexuellen Orientierung gekommen ist. Schon damals vermuteten einige Zuschauer und auch YouTuber, dass das Outing nicht echt bzw. gestellt sei. Der Großteil der Community schenkte Miguel Pablos Outing aber Glauben. Ja, weil wir gesagt haben... Traurigerweise führte dies daraufhin auch dazu, dass Miguel und sein angeblicher Freund jede Menge homophobe Hasskommentare bekamen. Erst nach über einem Monat, gegen Ende Januar 2020, veröffentlichte Miguel Pablo dann ein Video, aus dem hervorging, dass sein Outing von vornherein inszeniert und gefaked war. Er zeigte Aufnahmen von hinter den Kulissen, die das verdeutlichten und erzählte, wie er und sein angeblicher Freund Sascha über einen Monat lang die Lüge aufrechterhalten haben. Und da kann man nicht sagen, soziales Experiment, und wir wollten nur aufzeigen, wie schlimm Homophobie ist. Das darfst du nicht rausnehmen, Bro. Du bist ein dreckiger Lügner, der nicht mehr auf fucking YouTube zu tun hat. Nichts mehr. Ab mit dir, ganz schnell weg. Erstaunlicherweise gab er in dem Video sogar zu, dass er bei der Aktion natürlich auch an die Klicks gedacht hat. Natürlich. Immerhin bekamen seine Videos zu dem Thema insgesamt mehrere Millionen Aufrufe und werden sich, da sie ausgerechnet im Dezember erschienen sind, sicherlich finanziell gut für ihn gelohnt haben. Boah, da könnte ich in meinem Bildschirm boxen, Alter, wirklich. Da könnte ich echt in meinem Bildschirm boxen bei sowas, ne? Wie ich das letzte Mal hat mich das so krank getriggert, Mann. Kommen wir zur Nummer 2 und damit zu Simon Desue. Auch er ist wie beispielsweise die Prank Bros in seiner Karriere schon des Öfteren durch Fake-Content aufgefallen. In einem bestimmten Fall ging dieser Fake-Content jedoch über eine reine Täuschung hinaus und grenzte schon fast an Betrug. Die Rede ist von einem Gewinnspiel, welches Simon Desue ganz am Anfang seiner Karriere im Jahr 2010 auf seinem damaligen Kanal Halfcast Germany veranstaltete. Big Shoutout für dieses krasse Logo. Da ist auf jeden Fall dieser andere Design Award an der Stelle nötig. Bei dem Gewinnspiel versprach er seinen damaligen Fans, dass sie unter bestimmten Bedingungen... Komplettes Meme gewesen damals. 1000 Euro oder eine Xbox 360 gewinnen können. Dann veröffentlichte er einige Zeit später ein Auflösungsvideo, in dem er der angeblichen Gewinnerin des Gewinnspiels 1000 Euro überreichte. Später veröffentlichte das Mädchen aus dem Auflösungsvideo dann ein Video, in dem sie erklärte, dass Simon Desue ihr nie die 1000 Euro gegeben hatte. Hops genommen. Die Wahrheit ist, ich habe keine 1000 Euro bekommen. Eigentlich war sie... Was war das damals? Es waren diese Emo-Frisuren damals noch, Alter. Junge, wie sie damals alle aussahen. Nämlich ein Fan von Simon. Simon wiederum hatte dies ausgenutzt, um mit ihr einen Tag zu verbringen und die gefakte Gewinnspielauflösung zu drehen. Da das angekündigte Gewinnspiel demnach nie wirklich stattgefunden hat, hat er somit juristisch gesehen Betrug begangen. Auch wenn es letztlich niemandem wirklich geschadet haben wird, eine Aktion, mit der sich seinen Platz auf dieser Liste redlich verdient hat. Und zu guter Letzt kommen wir wahrscheinlich zu dem größten Lügner auf dieser Liste. Und übrigens auch zu einem guten Freund von Simon Desue, nämlich zu Leon Mascher. Der Hamburger YouTuber, der seit 2018 übrigens versucht, auch als Rapper durchzustarten... Versucht ist hier das richtige Wort? ...gehört inzwischen auf YouTube zum alten Eisen. Schließlich macht er bereits seit 7 Jahren Videos auf seinem Hauptkanal. Ein Großteil seines Contents bestand dabei lange Zeit vor allem aus Pranks. Wie der YouTuber Mimi erst vor kurzem ausführlich in seiner Payback-Serie darlegte, waren diese Pranks und sogar einige andere Videos, wie zum Beispiel sein Vlog aus einem angeblichen Geisterwald, so gut wie alle ausschließlich gefaked und gestellt. Hunderte Millionen von Klicks, die Leon Mascher in seiner Karriere generierte, gründeten also auf billigen Täuschungen und Fakes. Noch hat sich Mascher zu den Offenbarungen und Kritiken von Mimi und diversen anderen YouTubern übrigens nicht geäußert. Natürlich nicht, Alter, natürlich nicht. Das Ding ist, Mann, das kotzt mich auch bei dieser Plattform so an, wisst ihr? Man kann einfach alles machen. Ey, wenn ihr Olli wieder aus dem Gefängnis kommt, dann wird ihr wahrscheinlich auf Twitch streamen, sich da wieder ein Following aufbauen. Man kann sich alles erlauben, Leute. Hier werden Dinge gedroppt, Mann. Hier werden
durchgehend von irgendwelchen Leuten frauenfeindliche, homophobe Scheiße gedroppt. Es werden Gesetze übertreten. Es werden Dinge gemacht, die einfach nicht in Ordnung sind. Es ist teilweise so, dass Leute belogen, bestohlen, bedroht. Alles werden, Alter. Und trotzdem kommen diese Leute irgendwie immer wieder zurück und erlauben sich das. Und keiner hält es ihnen nach, weil das fucking Internet so schnell vergisst. Wisst ihr, was ich meine? Auf der einen Seite ist das gut. Auf der anderen Seite, Alter, ist es wirklich so, dass da verschiedenste Leute sind, die haben einen Shitstorm und nach einer Woche ist der over. So, natürlich ist mancher Shitstorm ungerechtfertigt. Natürlich muss das manchmal nicht sein. Aber so oft, Alter, so oft gibt's da Leute, die wirklich den größten Bullshit verzapfen, Mann. Die leugnen teilweise Dinge und erzählen Sachen, die einfach nicht in Ordnung sind. Und das wird dann innerhalb von 2 Wochen ist das wieder vergessen, weil dann wieder der nächste Vollpfosten um die Ecke kommt und wieder Scheiße baut, Mann. Das ist so krass. Und damit meine ich nicht nur YouTuber, damit meine ich insbesondere auch Streamer. Was da teilweise gesagt wird, Alter, und da bin ich auch von betroffen. Ich habe auch sehr viel Scheiße gelabert und gesagt, Mann. Junge, Alter, Digga. Also wirklich... Das ist eine Sache, wir können so glücklich sein, Mann. Würden wir normalerweise in einem normalen Unternehmen alle arbeiten. Bro, wir werden alle gekündigt, wir werden alle raus. Wir haben so eine verfickte Luxusposition. Digga. Wie er sich aus der Sache winden will, bleibt also abzuwarten. Und das war's mit 7 YouTubern, die ihre Fans auf dreiste Weise belogen haben. Perfekt.